Mann, was geht? Weiter geht's hier mit Let's Play Minecraft hier zwischen unseren lieben Mumus. Und diese Aufnahme wird verdammt kurz, denn... Oh mein Gott. Das sollte hier nicht sein. Moment. Das ist die Kopie. Falsche Welt. Das ist die richtige Welt. Ja, gut, jetzt habt ihr schon gesehen. Ja, ist auch egal. So, dann seht ihr schon, was wir jetzt machen werden. Und zwar geht es jetzt nochmal ein bisschen ums Brauen. Aber nicht ums Brauen selber, sondern wir werden unsere kleine Brauküche werden wir nochmal ein bisschen umplatzieren, weil die jetzt doch noch ein bisschen mickrig ist, ein bisschen klein. Und ja, wie ihr eben sehen konntet, kommt die dann da so hin. Jetzt ist die Vorfreude weg. Genau, da werden wir die hin platzieren. Und ja, offscreen habe ich auch ein bisschen was gemacht. Ja, Warzen habe ich gesammelt. Habe ich euch ja versprochen, dass ich noch fleißig weiter Warzen anpflanzen werde und ernten werde. Das habe ich auch getan. Und, ja, jetzt gibt es also noch eine größere Brauküche. Ich habe mir auch noch einen weiteren Trank ausgesucht und Rezepte hier für diesen Braustand und so. Und weiß nun auch, wie man fermentierte Spinnenaugen macht und all so ein Kram. Und, ja. Jetzt müssen wir erstmal kurz schauen, dass wir unser Inventar ein bisschen leerer kriegen. Weil das ist ja schon ein bisschen krass hier, ne? Und dann werde ich das auch so machen, wenn wir ein bisschen mehr Platz haben, dass wir uns dann auch an die Wand so ein paar Schilder klatschen, wo wir dann so ein paar Rezepte draufschreiben. Stimmt, mein Inventar wollte ich auch offscreen noch ein bisschen leeren, ne? Ich wusste, irgendwas habe ich vergessen, aber das habe ich mir gar nicht mit ins schlaues Zettelchen geschrieben. Ja, gut, egal. Brauner Pilz. So viele Pilze haben wir. Ich habe sogar noch ein bisschen... Oh ne, Redstone können wir behalten. Glas auch. Eigentlich brauchen wir jetzt erstmal nur eine Spitzhacke. Weil ich habe heute noch einen wichtigen Termin. Und deswegen nehme ich nur mal eben schnell die Folge für morgen auf. Und dann kann die schön rendern. Dann ist der kleine Seto glücklich. Und dann ja, flutscht das alles. Okay, hier soll es auch also hinkommen und ich habe da auf der Kopie von der Welt bloß mal geschaut, ob da Platz ist. Deswegen war ich noch auf der falschen Welt. Und ja, hier ist auch genug Platz, sollte auf jeden Fall ausreichen. Endlich mal habe ich eine Stelle gefunden, wo wir noch bauen können. Und ich habe noch eine andere Stelle gefunden, wo wir uns auch noch ein bisschen weiterhin ausbreiten können. Aber das ein andermal, da muss ich erstmal überlegen, was da hinkommen kann oder so. Genau. Wenn das dann hier fertig ist und wir uns ein paar Tränke, ich werde mir dann auch ein bisschen eine Doppelkiste vollhauen mit Tränken, dass wir es mal genug haben. Und wir dann einfach immer Tränke rausnehmen müssen und uns nicht ständig neue machen müssen, wenn wir welche brauchen. Und, ja, dann kommt ja als nächstes das Kino, was ich schon mal gesagt habe. Muss ich mir noch ein bisschen überlegen, wie genau ich das umsetze. Und, das ist jetzt hier egal, weil... Da kommt dann eh Holz hin. So, zum Thema, Zwitschen, aus dem Game raus zwitschen, habe ich euch ja gefragt, wie das ein Pizza-Meat oder Gronkh macht. Und tatsächlich, die nehmen beide nicht im Vollbild auf. Also bei Pizza-Meat wusste ich es, dass er nicht im Vollbild aufnimmt. Bei Gronkh hingegen habe ich es erst gemerkt, als jemand von euch geschrieben hat, dass der wirklich auch schwarze Balken hat. Und bei dem sind die wirklich ziemlich, ziemlich klein. also die Balken. Und ja, dadurch sieht man halt, dass der nicht im Vollbild aufnimmt. Und ich nehme im Vollbild auf, weil... Ich weiß nicht, ich habe schon immer Minecraft im Vollbild aufgenommen. Das wäre Umstellung für mich, wenn ich das jetzt nicht mehr machen würde. Ach, mal sehen. Ich muss auch nicht unbedingt jederzeit hier rauszwischen können. Das brauche ich nicht unbedingt. Okay, wie groß wollen wir das denn jetzt hier machen? Hier können wir jetzt übrigens nicht weitergehen, weil hier geht es ja dann hoch und dann sind wir hier draußen. Das ist ja auch ein bisschen doof. Ja komm, einen machen wir noch. Einen in die Richtung. So. Und einen in die. Okay. Und ich... Was bist du denn? What? Ah, ja. Einfach mal ignorieren. So, Monster dürften noch aus sein, soweit ich weiß. Tatsächlich. Das gibt's ja nicht. Okay, Holz. Wollen wir uns erstmal noch ein bisschen mehr Holz machen? So. Okay, dann klären wir das mal eben einmal schön aus hier. Hier könnten wir ja eigentlich... Oder ist hier hinter was? Ich hoffe nicht. Nee, sieht gut aus. Das sieht gut aus. So, und dann kleiden wir das ja einfach mit wunderschönen Buddenplanks aus.
Nehme ich jetzt die normalen. Das ist jetzt hier nicht so. Das ist mein Raum, der nicht der Optik, sondern wirklich mal dem Zweck dient. Endlich mal ein Raum, der nicht nur für die Optik da ist. Das sollte hier vom Platz jetzt hoffentlich auch reichen. Oder was meint ihr? Ja, doch, das reicht. So viel Platz wird das ja nicht wegnehmen. Okay. So. Und dann die Wand noch. Den Boden mache ich auch aus Wooden Planks. Haben wir dann was zu essen? 31, guckt, Workshop! Ja, Mann! Okay, hier machen wir nochmal zu. Das Loch stopfen. Plop. Plop, plop. Plop, plop. Heute ist übrigens bei uns hier der... bei euch dann wahrscheinlich auch. Also zumindest hier für die Region, wo ich wohne. der letzte schöne Sommertag. Ab morgen soll dann wirklich der Herbst da sein. Deswegen muss man das eigentlich wirklich nochmal genießen. Also heute hatte ich mal echt kein Verständnis dafür, sich in der Pause aus der Sonne rauszusetzen. Das ging gar nicht. Das kannst du nicht bringen, Junge. Heute war nochmal richtig knacke heiß. Oh, gestern war schlimm, ey. Alter, mir hat so der Kopf gedröhnt, ne? Ja, vor allem, wir hatten gestern auch Ausdauerlauf. Das interessiert euch jetzt nicht, ich weiß, aber ich muss mein Leid mit jemandem teilen. Ausdauerlauf, 30 Minuten Rennen und dann auch in der prallen Sonne. Und dann danach noch 4 Stunden Unterricht. Was bist du denn? Oh! Da sind wir schon. Ja gut, egal. Da hat mir so der Kopf gedröhnt und dann war es so scheiße heiß, weil wir auch in dem Raum, wo wir den Unterricht hatten, das war genau die Sonnenseite. Oh, Alter. Ich stand kurz vor dem Kollabieren. Das war schon ziemlich krass. Jetzt müssen wir hier mal Glowstone holen. Kann ja nicht sein, dass wir das hier kaputt machen und dann nicht wieder heile machen. Das können wir nicht mehr machen. So, und ich glaube, dann müssen wir auch bald mal wieder... oder, ja, mal wieder in die Hölle gehen und ein paar andere Zutaten noch holen. Das heißt, die Gasträne fehlen uns noch. Ich glaube, wir haben noch keine einzige Gasträne. Ich glaube, das ist das Einzige, sonst haben wir, glaube ich, alles. Ja, aber halt die Gasträne. Obwohl ich bis jetzt noch gar kein Rezept gefunden habe, wo man die für braucht. Muss ich nochmal schauen. Und den Trank hier mit unsichtbar in der Nacht, den gibt es aber erst ab der 1.4, ne? Unsichtbar in der Nacht. Dass man unsichtbar ist, den gibt es erst ab der 1.4, glaube ich, ne? Weil ich habe da gestern mal geguckt beim Brauen, da stand nämlich der Trank schon mit bei als Rezept. Aber dann wird dann bloß für diesen Snapshot sein. Oh, was mache ich denn hier schon wieder? So. Gut, hier auch nochmal. Ja, das sollte reichen. Dann machen wir uns hier so die Sachen hin, die wir brauchen. Und dann weiß ich, hier irgendwie eine Truhe noch. Und dann an die Wände hier und da kommen die ganzen Rezepte ran. So viel Platz werden die jetzt auch nicht wegnehmen. So viele Rezepte habe ich bis jetzt noch gar nicht rausgesucht. Ach Junge, was machst du? Okay. Gut, hätten wir das. Ist ja prima. Dann können wir ja eigentlich schon mal ein bisschen mit Einrichten anfangen, ne? Ich denke mal, ich werde... ja, 2 Braustände sollten reichen, ne? 2 Braustände, aber ich glaube, die Brauküche hier oben lasse ich trotzdem mal. Weil ansonsten muss ich hier wieder überlegen, was ich hier hin mache. Ja, nehmen wir uns dann die Sachen hier bloß noch mit. Okay, ja, dann wollen wir mal. Ich glaube, das mache ich auch so in der Form. Das sieht eigentlich ganz nett aus. Ja, doch, so mache ich das. Stormbricks, Zauns, Zäune. Zauns. Übrigens, das ist ganz seltsam. Ist es mir aufgefallen, als ich das Offscreen mit den Warzen gemacht habe. Bitte, wie ist die hier reingekommen? Wie? Ich habe da bloß aufgenommen, auf einmal saß die Mumu hier. Und ich dachte nur, what? Ja, war schon ziemlich krass. Aber egal, das ist jetzt unser Höllenwächter hier. Und übrigens können die Zombie-Pigments, die können jetzt auch aus der Hölle rausmarschieren, ne? Das wusste ich auch noch nicht. Das heißt, sie können durchs Portal kommen. Aber gut, da ist ja ein Tor vor, da sollten sie also nicht so viel Schaden anrichten können.
Okay, wir brauchen Stone Bricks. Haben wir denn dafür noch ein paar? Nee, aber die haben wir noch. Und wir müssen, glaube ich, mal eben ein paar Cleanstones brennen. Oder Cobblestones brennen zu Cleanstone. Das heißt, hier kommen mal 8 rein. Huch. Hier kommen auch 8 rein. So. Hier nochmal. Und. Ja, so. Okay, müssen ein bisschen hier für Cleanstone-Nachschub sorgen. Und jetzt brauchen wir ein paar Stone Bricks. So, das sollte schon reichen. So, ein paar Zäune, von denen dürften wir aber noch welche haben. In unserer schönen Holzkiste. Ja, wow, 5, 7. Weniger als gedacht. Na ja gut, dann machen wir uns halt noch ein paar. Obwohl das auch ausreichen sollte, ne? Na komm, ein paar noch. Stickies habe ich gar nicht mehr, das ist ja doof. So. Und jetzt ein paar Zäunis. Ja komm, machen wir mal so hier. So. Okay, die Sticks bleiben übrig und die können wir, glaube ich, nicht mehr aufnehmen. Doch, können wir. Gut. Wird schon wieder dunkel. Oh mein Gott. Nein. Nein. Ey, das haut sogar hin mit den 11 Minuten, ne? Ja, tatsächlich. Wahnsinn. Okay, wir brauchen hier Stone Bricks. Wir brauchen Half Stone Bricks, Stone Slabs. Freunde. Ach ja, wir brauchen noch ein bisschen mehr. Ach, mach. Wir brauchen ja auch noch einen Kessel, wir brauchen noch ein paar zwei Braustände. Jetzt muss ich hier mal ein bisschen was raussortieren. Der Eimer kann weg. Das Eimerschien. Was kann auch weg? Der Glowstone. Das Glowstone, der glühende Stein, das der Glowstone. Dreck. Kohle. Glas nicht. Eisen haben wir so. Wie viele haben wir? Ach, wir haben gar keine mehr. Och nein. Haben wir keine Blaze Powder mehr? Ne, keine Blaze Powder, sondern eine Blaze Road brauchen wir. Und zwar 2. Shit. Ich hoffe, wir haben noch welche. Ansonsten müssen wir das verschieben. Ach. Supi. Haben wir noch ein paar. Genug. Ja, das ist schön, weil die Viecher, um die Dinger zu kriegen, sind ziemlich stark, finde ich. Wenn die einen so brennen lassen, das finde ich ziemlich fies von denen, ne? Ziemlich fiese Schnittchen. So, wir brauchen hier mal einen Kessel. Reicht einer? Ach komm. Wollen wir mal so großzügig sein, 2 machen. Und jetzt machen wir uns hier noch 2 Braustände. Tada. Ja. Schaffe ich das noch hier schnell, das einzurichten? Muss mich beeilen. Okay, so, jetzt die hier runter. Aber ein Ofen wäre trotzdem nicht schlecht, ne? Warte mal. Eine Workbench. Workbench. Kann da hin. Kann ich auf die Workbench eigentlich auch eins draufstellen? So, ist mal ein Ofen. Weil wir eigentlich keinen Ofen brauchen, aber es sieht einfach irgendwie netter aus. So. Okay. Okay, das geht sogar. Prima. So, hätten wir 2 Braustände auf dem Ofen drauf. So, dann können wir hier nochmal Zäune und Zäune. Ja, prima. Ja, prima. Das ist alles falsch. So, hätten wir das. Ja, supi. Können wir hier drauf auch? Nein, ne? Können wir hier drauf eine Pressure Plate setzen? Ich glaube nicht. Doch.
Krass. Aber sieht scheiße aus. Ja, yeah, Mann. Gut, der Part ist aber vorbei. Das heißt, wir machen das nächste Mal dann hier weiter. Und beschreiben dann auch die Schilder und all so ein Zeug und braun und ja. Jetzt ist er erstmal ein bisschen braun und danach wird es dann mit dem Kino weitergehen. Das ist der Plan für die nächsten Folgen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das klingt immer so abgekackt, ne? Tschüss. Aber ich komme mit meiner Stimme nicht mehr so hoch. Das ist voll kacke, ne? Habe ich eigentlich schon mal erzählt, dass ich in so einem Knabenchor war? Alter, ich hatte mal wirklich fast eine Engelsstimme. Und dann kam der Stimmenrauch und dann war alles vorbei. Ne? Dann wollte mich keiner mehr, dann wurde ich rausgeschmissen und dann... Jetzt mache ich das Play. Ja, okay. Ja, bis dann. Tschüss.